Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, was Custom Events sind und wo sie eingesetzt werden. Hier sind wir im Third-Person-Template und wir schauen uns an. Also gehen wir erstmal in den Level Blueprint, hier oben, Open Level Blueprint. Und wie ihr wisst, gibt es verschiedene Events. Events sind eigentlich diese Nodes, die alles starten unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel gibt es Keyboard-Events. Zum Beispiel A, Keyboard. Ja, Taste, Keyboard. Genau. Also da, wo Tastaturkürze sind, nehmen wir mal die 0, ja, nicht die A. Diese roten Nodes sind Events. Ja. Und Events starten, also wir haben zum Beispiel sogar einen Begin Play, ja, oder Event Tick. Ja. Event Tick. Es gibt etliche Events, ja, und diese Events haben ihre eigenen Funktionen und ihre eigenen Bedingungen. Und von diesen Events startet immer eine Abfolge von Nodes. Ja. Dann kommt immer was dahinter. Wir wollen aber nicht die vorgefertigten Events von der Unreal Engine, sondern ein eigenes Event erstellen. Es ist sehr einfach, indem ihr die rechte Maustaste drückt, Custom Events eingibt. Ja? Custom Events. Wer hätte das gedacht? Ja? Und dann könnt ihr eurem Event euren eigenen Namen nennen. Ja? Ja, Vertex oder nee. Fang an. Ja, fang an. Ja. So, aber ich bin im Third Person, im Level Blueprint. Ich gehe da mal raus und gehe nicht in den Level Blueprint, sondern in den Third Person Blueprint. Ja? Da klicke ich hier drauf, Steuerung B, springe drauf und klicke hier doppelt. Und genau, wir sind jetzt hier im Third Person Template. Und erstellen diesen Custom Event, rechte Maustaste, Custom, CU. Sobald ihr CU eingibt, weiß Unreal Engine, dass ihr Custom Event meint. Ja. So, dann geben wir nicht Custom Event 01, sondern los geht's. Ja. So, dieser Custom Event soll folgendes, es soll im Print String eingeben und sagen, das ist mein Event, das ist mein Event. Ja, ganz einfach. Ich will euch nur zeigen, wie wir diesen Custom Event über andere Blueprints triggert bzw. startet. Ja. Gehen wir hier hin, gehen wir zum Beispiel, wir sind ja im Third Person Template, gehen wir in Level Blueprint. Ja. So, Level Blueprint, wenn wir das geklickt haben, wenn wir den Charakter angeklickt haben, können wir eine Referenz erstellen. Ja. Referenz. So, jetzt haben wir Referenz zu diesem Third Person. Wie hieß nochmal unser Event? Unser Event hieß Los geht's. Also ziehen wir hier einen Pin raus und schreiben Los geht's. Und siehe da, hat die Funktion Event sofort gefunden. Ja? Und wir sagen, wir starten diesen Keyboard Event mit einem E. E-Keyboard. Keyboard. Ja? Wir können ja irgendein Keyboard anklicken und dann können wir unsere Taste selber definieren, indem ihr hier draufklickt und E drückt. Ja? So, also was passiert hier? Es passiert, dass wir, sobald wir die Taste E drücken, im Third Person Template, im Third Person Blueprint, dieser Trigger ausgelöst wird. Und dann müsste, das ist mein Event im Viewport erscheinen. Probieren wir das mal aus, klicken hier auf Play und laufen hier und drücken E. Ja, ist triggered. Genau, super. Also wir haben eine Kommunikation erstellt und diesen Custom Event quasi getriggert. Wir haben ja in den vorherigen Videos viele Wege gelernt, wie man zwischen Blueprints kommuniziert. Ein anderer ist zum Beispiel Cast2. Ja? Cast2 Third Person Template. Cast2 Third Person Character. Ja, hier ist es schon. Wir brauchen ein Objekt beim Cast2Node immer, außer bei der Klasse. Also hier ein Get Player Character, weil dieser Character aus der Klasse, also aus dem Objekt Player Character kommt. Und verbinden diesen Event damit. Und jetzt können wir noch wieder unseren Custom Event aufrufen. Ja? Los geht's. Ja, wenn wir hier den Pin rausziehen und schreiben Los geht's und dann findet er es schon wieder. Ja? Und schon haben wir wieder eine Verbindung. Compile nicht vergessen
und drücken die 1. Ah, das geht nicht. Ah, es war die E-Taste, sorry. E-Taste, das ist mein Event. Genau. Super. So, eine dritte Variante, wie wir Kommunikation erstellen, ist hier eine Variable erstellen. Und hier Referenz könnt ihr hinschreiben, egal was. Hier ist wichtig, dass ihr die Type auf Third Person Character, da ist es schon, Objektvariable und dann auf Instance Editable klickt und Compile. So, jetzt müssen wir den Character suchen, beziehungsweise die Instanz, und da haben wir schon, ja. Die Instanz können wir nicht im Level direkt, sondern müssen hier über suchen. Ja? Jetzt ziehen wir diese Variable raus und schreiben wieder hin, los geht's. Und da haben wir es schon. Ja? Schon wieder ein Erfolgserlebnis. Juhu! Ja? Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung zu der anderen und eure Custom Events auszulösen. Ja, jetzt, das ist der Level Blueprint. Jetzt probieren wir das mal mit einem anderen Blueprint, ja, mit einem Actor Blueprint, und versuchen diese Kommunikation damit herzustellen. Also wir ziehen hier einen Cube, gehen hier auf Blueprints, Convert Selection to Blueprint. Wir wollen das zu einer Blueprint-Klasse machen. Ja? Also Actor, Harvest Components, BP, Event. Ja, ist eigentlich egal, wie ihr das nennt. Das ist euch überlassen, compile. Jetzt machen wir wieder Folgendes. Also, wir wollen zum Beispiel über Cast2, ja? Cast2 Third Person Character. Ja? Das ist jetzt, dieser Cube greift quasi auf das Event von einem Third Person Character. Ja? Wie machen wir das? Indem wir zum Beispiel den Cast2-Node benutzen. Beim Objekt geht getPlayerCharacter. Ja. So. 1 Keyboard. Nehmen wir G, ja? Die Taste G. So. Wie hieß unser nochmal? Los geht's, ja? Also ziehen wir hier das raus und schreiben hier los geht's. Und schon hat er es gefunden. Ja? So, die andere Verbindung können wir cutten, ja? Wir wollen ja das über diese Klasse auslösen. Und Event, Compile und Play. Und welche Taste war es? G. Das klappt nicht. Warum nicht? Weil dieser Klasse kein Input erlaubt, sofern wir nicht diese Erlaubnis erteilen. Wir müssen erstmal den Erlaubnis für einen Input erteilen. Also diese Klasse kann von der rohen Form her, von der Erstellung her, man kann keinen Input einsetzen. So, wie machen wir das? Wir gehen Event Begin Play und schreiben hier hin Enable Input. Ja? Enable Input. Wir bräuchten noch einen Player Character Controller Klasse. Ja? Und das ist Get Player Controller. Ja? Das ist das Objekt dazu. So, jetzt compilen wir und drücken auf Play. Und jetzt drücken wir auf G und es funktioniert. Wie geschmiert. Ja? Super. Jetzt probieren wir das auf einem weiteren Weg, ja, wie wir das in den anderen Klassen gemacht haben. Charakterreferenz und dann schreiben wir hier hin Third Person Character Objekt. Wir müssen hier Instance Editable machen. Jetzt beim Level Blueprint war es ja so, dass wir direkt hier die Instanz ausgewählt haben. Bei Actor-Klassen können wir das so nicht. Wir müssen das im Viewport wählen, das heißt, wir sind ja hier drauf, unter Details haben wir hier einen neuen Bereich Character Reference. Jetzt nehmen wir diesen Eyedropper und wählen den hier aus. Ganz einfach. Ihr könnt es auch über die Liste machen. So, Compile. Genau. So, jetzt ziehen wir das hier raus. Get Character Reference und schreiben wieder in unserem Event. Los geht's. Ja. Und kappen diese Verbindung und stattdessen verbinden wir. Damit. Compile, Play,
Ja, ist wieder eine Verbindung entstanden. So. Haben wir was vergessen? Gab es da einen dritten Weg? Nein. Ja, das reicht doch erstmal fürs Erste. Also, was ihr hier mitnehmen müsst, ist, ihr könnt grundsätzlich ein Custom-Event erstellen und diesen Custom-Event könnt ihr von allen anderen Klassen aufrufen. Ja? Und in der Spieleprogrammierung nutzt ihr diese Custom-Events sehr, sehr oft, ja? Um auch eine gewisse Flexibilität in eurem Programm zur Verfügung zu haben. Ja? So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.